Hause, Carter. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich habe Soyang was versprochen, genauso wie du. Das müssen wir Chinesen unter uns klären. Zu deiner Information, ich bin auch ein halber Chinese. Echt mal, Li. Seit 3 Jahren studiere ich die alten Lehren von Buddha. Ich habe 2 schwarze Gürtel in der Wushu-Kampfkunst und verbringe jeden Nachmittag im Hongkong Garden Massagesalon Pico Ecke Bandi. Ich bin halber Chinese, Baby. Wenn du halber Chinese bist, bin ich zur Hälfte schwarz. Ich bin dein Bruder und ein cooler Vogel. Kriegst du das geregelt, Snoopy? Krass gepunktet, oder? Tut mir leid, Li. Du kannst nicht schwarz sein. Da ist eine Mindestgröße vorgeschrieben. Genau wie bei der Achterbahn. Geh nach Hause, Carter. Ich kann dich nicht alleine lassen. Yongyang de Pengyu. Du bist doch mein Bruder. Also gut, alle mal herhören. Ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Ich bin Detective Carter. Das ist Inspektor Li. Wir müssen uns sofort Soyangs Spind ansehen. Keiner darf in die inneren Räume ohne Erlaubnis des Meisters. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Wir müssen uns diesen Spind ansehen. Es tut mir leid. Warten Sie. Carter! Li, ich regel das. Hey! Kinder, jetzt hört mal zu. Mit Gewalt erreicht man gar nichts. Die Chinesen sagen, große Schlachten gewinnt man ohne zu kämpfen. Verzeihen Sie. Okay. Ich kenne ihn nicht. Jetzt kriegt euch mal wieder ein. Und ah! Geht... ah! Okay. Ich hab's mit Reden versucht. Jetzt prügel ich die Pubertät aus euch raus. Jetzt gibt's ordentlich Kloppe. Ihr werdet gar nicht wissen, wie es euch geschieht, wenn ich... Nein. Und schon rennen sie um ihr Leben. Wird Zeit, dass ihr mal ein bisschen Respekt an den Tag legt. Hä? Carter, warte auf den Meister. Wow! Verdammt! Tut mir leid, Mann. Dachte, das wäre das Badezimmer. Entschuldigung. Lee? Ich habe ein riesiges Problem, Mann. Der Typ nimmt doch Anabolika. Der hat Schaufeln so groß wie ein Raddampfer. Komm schon mal her. Carter, alles in Ordnung? Lee, Lee, schnapp ihn dir! Lee, lass uns von hier verschwinden! Meine Hühneraugen! Komm schon, Mann, lass mich runter. Ich liebe Chinesen wirklich. Warte, er wollte... Was heißt Kapitulation auf Chinesisch? So, mein Freund, ich hab dich jetzt ein Stück und mach aus dir eine riesen Sushi-Rolle. Komm, schwarzer Mann. Jetzt ist aber genug gespielt. Geh doch los! Kann ich etwas für Sie tun? Wir stellen hier die Fragen, alter Mann. Wer bist du? Du. Nein, nicht ich, du. Ja, ich bin du. Jetzt antworte gefälligst auf meine Frage. Wer bist du? Sagte ich doch schon. Bist du taub? Nein, du bist blind. Ich bin nicht blind, du bist blind. Das habe ich doch gerade gesagt. Du hast gerade was gesagt. Ich habe nicht was gesagt, ich sagte du. Ja, aber das frage ich doch. Und du antwortest. Halt die Klappe. Du. Ja? Nicht du, er. Wie heißt du? Er. Nein, du. Ich bin er. Er ist er und ich bin du. Und ich versuche dir gleich deinen faltigen Hintern, Mann. Ich hab dich nicht schon satt, kapiert? Er verarscht mich, du verarscht mich und die Bohnenstange da auch. Ich mach Carter. Euch fertig, ich mach euch fertig. Carter, lass mich nein, das machen. Nein, Carter. Sifu, ich bin Li Du Cha. Ich habe Su Yang Gui Tong's Yao Shi. Ich werde es mal öffnen.